Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben ja noch mal deutlich gemacht, dass obwohl es jetzt eine doch besondere Art und Weise naturwissenschaftlicher Forschung war, auch in dem Jahrhundert des Wirkens von Ritter und Goethe, diese spekulativ-intuitive Herangehensform zum Ausschreiten tatsächlich von Polaritäten, da doch so wichtige Ergebnisse erzielt worden ist, dass sie vielleicht nicht auf den Müllhaufen naturwissenschaftlicher Erkenntnisprozesse liegen sollten, oder? Habe ich Sie da recht verstanden und interpretiert? Diesen Müllhaufen, da wäre ich sowieso vorsichtig mit dem Müllhaufen. Der hat vielleicht einen Misthaufen. Aus dem Misthaufen können enorm fruchtbare Dinge erwachsen. Ja, ich meine, es ist ja schon interessant, dass Sie jetzt auch noch mal so zentral auf die Besonderheit tatsächlich von Polarität hinweisen, sodass jetzt diese Denkfigur ja auch für tatsächlich die spekulativ-intuitive Herangehensweise also ideengebend war, wie auch immer es dann im konkreten Experiment ausgeführt wird. Und dazu hatten Sie ja auch die anderen Beispiele noch angezogen. Jetzt ja, aus Ihrem eigenen Buch jetzt für das Feld der Chemie und so weiter und so fort. Ja, da würde ich sagen, das ist nicht speziell der Polaritätsgedanke, aber insgesamt Prinzipien oder Denkfiguren, Denkformen, die man an vielen Naturphänomenen sehen kann und dann in analogischer Weise vielleicht verallgemeinert oder zumindest versucht, gehen die nicht weiter? Gehen die nicht auch über die ersten Phänomene, an denen ich sie entdeckt habe oder gesehen habe, hinaus? Und das hat sich als eine ganz enorm fruchtbare Verfahrensweise dargestellt. Unbedingt. Ist die Frage, wie man es jetzt ins Heute übersetzt, aber das machen wir dann später. Frau Müller-Tamm, Sie wollten ja, ich, noch dazu kommentieren oder einen ganz anderen Bereich noch auf? Ich hätte auch einiges, würde auch gerne noch mal so auf das Buch, auch auf die Schreibweise, auch auf die Paragrapheneinteilung kommen, wobei ich jetzt trotzdem erstmal einsteige bei dem Punkt, an dem wir sind, tatsächlich bei dem Thema Analogie, weil das war jetzt doch irgendwie noch mal ein Schwenk. Die Frage ist, nimmt man Denkrahmen, Begriffe, Denkfiguren, Denkmodelle, die sich überlebt haben im Laufe der Wissenschaftsgeschichte. Und da wäre jetzt die Polarität etwas, aber die Analogie ist ein Verfahren. Und das ist natürlich sozusagen das, was Novalis den Zauberstab in der Zeit nennt. Ja. Es ist das, was alles gleich macht und erlaubt, zumindest wir denken uns das dann so, in eine große Einheit zu bringen. Ich möchte jetzt doch ein bisschen noch mal auch auf die Gefahren hinweisen. Tatsächlich bei der Feier der Polarität hier, die da so ein bisschen eben genau in der, das würde ich unbedingt unterstreichen, als sozusagen historisches Phänomen nicht einfach auf die Müllhalde geworfen, sondern in seiner historischen Produktivität betrachtet werden muss. Das ja, aber dann zu sagen, naja, also okay, die Analogie dieser ganzen Polaritäten, die man eben ausmachen kann bei der Magnetismus, ja, aber dann am Ende natürlich auch zwischen Mann und Frau, okay, da gehen wir jetzt nicht mehr mit, aber Analogie ist super, dann muss man doch irgendwie sagen, also man kann nicht einfach dann sagen, da nein, da ja, also man muss es eben dann schon auch so nehmen, wie es in der Zeit ausbuchstabiert wurde und das zumindest mit berücksichtigen. Also da finde ich, aber wie gesagt, nicht, weil es hieße, dass man deswegen genau sagen muss, es ist komplett ad acta gelegt, aber weil man es eben historisch betrachten muss. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Und die Analogie eben nochmal was anderes ist als Polarität, als Prinzip, sondern die Frage ist, wo finde ich diese Polarität? Finde ich die einfach überall, wo ich sie sehen möchte, oder finde ich sie, wo es irgendeinen Widerpart gibt in meinem Material, das ich betrachte? So. Bleiben wir bei der Analogie oder mache ich weiter? Ich würde sonst tatsächlich
das nochmal aufgreifen, also natürlich die auffällige Paragraphenschreibweise ist ja aber auch eine historische Schreibweise. Und mir schien es eher so, dass du eben sozusagen affiziert bist von deinem Material und deswegen gerne in dieser Weise, wie auch ein Ritter in Paragraphen geschrieben hat und wie auch ein Goethe in Paragraphen geschrieben hat. Das wäre sozusagen eine Frage. Wächst einem das zu in der ungeheuer intensiven Beschäftigung mit dem Material? Und ich würde gerne auch tatsächlich sagen, es funktioniert gut. Ich würde sagen, die ungeheure Lesbarkeit dieses Buches hängt mit der Anlage in Paragraphen zusammen. Man schreitet voran in dieser irgendwie organisierten und zugleich etwas auch labyrinthischen Weise, die aber eben einen immer mitnimmt. So. Zugleich, du hast gesagt, die enorme Quellenarbeit, die da drin steckt, also man ist wirklich geplättet, was da alles drin steckt. Zugleich ist das ganze Buch aber wirklich wie ein Lehrstück in Sachen Argumentation und wissenschaftliche Redlichkeit. Also du hast gesagt, es gibt die Spekulationen, aber sie sind wirklich immer ausgewiesen als solche. Also es gibt die Beschreibung, es gibt die Analyse dessen, was vorgefunden wird. Es gibt Interpretation, die aber auch schon als solche kenntlich gemacht wird. Und es gibt eben offene Fragen, die spekulativ aufgefüllt werden und immer. Also es ist wirklich ungeheuer redlich. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Und es wird auch deutlich gemacht, dass eine optimistische Geschichte geschrieben werden soll. Das sagst du ganz, du legst es offen. Ich will diese Geschichte schreiben. Man könnte auch andere Geschichten erzählen mit diesem Material. So. Und dann habe ich mich gefragt, an manchen Punkten gibt es so auch argumentativ den Punkt, wo du sagst, naja, man könnte es anders erzählen, aber, und jetzt kommt tatsächlich eine Frage ins Spiel, es sind zwei solche Genies, mit denen muss man eine positive Geschichte erzählen. Und dieser Begriff des, der Genies oder des Genies fällt häufiger. Und nach dem wollte ich dich fragen, darf man das, kann man das, sind das Genies? Wer ist ein Genie? Das wäre meine Frage tatsächlich an dich. Ja, und vielleicht darf ich eine Frage ergänzen. Ist tatsächlich bei dieser Art von spekulativ-intuitivem Ansatz, dass die Zuordnung Genie erlaubt? Also Sie hatten zwar, also Sie hatten ja nochmal das in den historischen Kontext gestellt, dass es jetzt aus der Zeit und dem Stand der Naturwissenschaften erklärlich ist, warum auch der Ansatz und die Stärke um Polarität herum sich gruppiert, aber ist gleichzeitig auch, oder wo ist der Maßstab tatsächlich für die Benennung Genie oder Nicht-Genie? Ja. Wollen wir jetzt geben wir ihm diese Nüsslein zu knacken, was sicherlich ganz einfach ist. Herr Müller. Ja, also nochmal, wenn Sie sich melden wollen, tun Sie es einfach und die Präsidentin wird das dann schon wahrnehmen, dass Sie sich gemeldet haben und Sie auch einbeziehen. Ich fange mal ganz kurz mit den Paragraphen an. Das hat einen ganz banalen Hintergrund. Seitdem ich Bücher schreibe, versuche ich in meinen leider immer zu dicken Manuskripten den Überblick zu bewahren. Und das mache ich mit dieser Paragraphenrunde. Das sind immer so anderthalb Seiten. Und das ist für mich ein Schnitt. Da habe ich dann ein kleines Paket, das ich überblicke. Und dann kann ich es auch vergessen. Also das habe ich schon in meiner Diss gemacht, wo ich noch überhaupt nicht historisch gearbeitet habe. Und es hat sich beim Bücherschreiben bewährt einfach für mich. So. Sieht natürlich ein bisschen furchteinflößend aus, das gebe ich zu. Aber am Ende ist es ja harmlos. Dann die Sache mit dem Genie. Ich würde erstmal vielleicht flapsig sagen, ich weiß, dass der Begriff out ist, aber mir ist ziemlich egal, was out ist. Wenn irgendwer in Deutschland als Genie ein Dichter war, dann war es Goethe. Das ist, glaube ich, irgendwie klar. Wer, wenn nicht er? Ja? Und jetzt Ritter. Was ich wirklich krass finde, ist, mit welcher Treffsicherheit der zum Teil 100 Jahre vorher Sachen sagen konnte, im Rausch, die stimmten. Also beispielsweise, das hatte ich dir ja geschickt, Friedrich, weil ich mich vergewissern wollte, dass ein Physiker diese Stelle auch so liest, 4-5 Sätze, wo er den photoelektrischen Effekt vorwegnimmt. Einfach so steht das da plötzlich und er sagt, warum haben wir den Effekt noch nicht, weil noch keiner sich die Mühe gemacht hat, das aufzubauen. Natürlich hat das nicht im Detail, aber er hat die Idee, dass es das geben muss. Und von der Art habe ich jetzt durch Ritterlektüre, würde ich mal sagen, 40 bis 50 Volltreffer gefunden. Und das ist wirklich beachtlich. Also ich würde sagen, das ist grenzt an Zauberei. Ich habe das Pech gehabt, Mathe zu studieren in Göttingen, unter anderem bei einem Topologen, Tamotom Diek, der hatte diese zauberhafte Fähigkeit auch. Der konnte nämlich ein Theorem benennen,
das innerhalb der nächsten 3-4 Jahre von seinem Doktoranden bewiesen werden würde. Der hat also den Doktorandinnen und Doktoranden einfach einen Satz hingeschrieben und gesagt, hier, der ist für dich, mach mal. Ja. Das stimmte immer. Mich hat das erschreckt und aus der Mathematik fortgetrieben, weil ich diese Fähigkeit nicht hatte. Aber ich bin imstande, so eine Fähigkeit an anderen wahrzunehmen. Und selbst wenn es jetzt out ist, von Genies zu sprechen, würde ich sagen, das ist schon eine beachtliche Fähigkeit, wo ich auf die Knie sinke und staune. Und in der Tat, je mehr Ritter ich gelesen habe, desto begeisterter wurde ich von dem. Und das hat natürlich mich in meiner Grundhaltung, der ich mich sowieso als Optimist verstehe, sehr beflügelt bei der Arbeit. Also wenn ich jetzt so eine pessimistische Story hätte erzählen wollen vom Scheitern und Krepieren, der ist ja im Alter von 34, glaube ich, jämmerlich gestorben, der Ritter, hätte ich machen können, aber das wäre nicht das gewesen, was mich an dem Material reizt. Und da würde ich schon sagen, mein Anspruch war, alle Dokumente, die über Ritter und Goethe und ihre Wechselverhältnis Aufschluss geben, im Buch zu haben. Es gibt kein einziges Dokument, das da nicht vorkommt. Und ich wollte es in eine zeitlich kohärente Reihenfolge bringen und wollte sagen, meine Geschichte harmoniert aufs Kohärenteste mit diesen Belegen, aber Ultrapessimistinnen können natürlich auch die gegenteilige Geschichte draus machen. Die müssen sich aber ziemlich anstrengen. Ich glaube, es wird sogar schwerer, das zu machen. Und ich habe es mir mit meinem Optimismus leicht gemacht, weil die Belege so wunderbar optimistisch die Geschichte zum Schwingen brachten. Jetzt vielleicht noch ein letzter Satz, nämlich Müllhaufen der Geschichte. Das fand ich jetzt ganz interessant, wie das hier gewertet wurde. Hier haben wir zwei dezidiert historisch arbeitende Kolleginnen und Kollegen sitzen. Und ich bin ja eigentlich gar kein Historiker. Ich bin da nur jetzt reingetrieben worden, weil man mir vorgeworfen hatte, dass ich den Goethe aus seiner Zeit herausfallen lasse und gar nicht richtig berücksichtige, was der wirklich gemacht hat. Das war der Verriss im Goethe-Jahrbuch meines vorletzten Buchs und das hat mich doch gekränkt. Und dachte ich mir so, jetzt zeige ich das mal, wie das historisch alles ist. Und ich glaube, jetzt habe ich sozusagen genug historische Belege im Spiel gehabt. Aber mein eigentliches Interesse als systematisch arbeitender Wissenschaftsphilosoph ist viel radikaler noch als das, weil ich nämlich glaube, dass die Meriten des Ansatzes in Polaritäten Wissenschaft zu betreiben noch längst nicht ausgereizt sind und dass wir das heute weitermachen sollten. Also mein Ziel ist, aus der Geschichte zu lernen und zu sagen, hier haben wir eine Erkenntnismethode, die mit Ritters Tod und allerspätestens mit Goethes Tod von den Zeitgenossen auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen worden ist, der Wissenschaftsgeschichte geworfen ist. Aber der Müllhaufen war ein Misthaufen und es blüht daraus. Und wir können heute, so ist meine feste Überzeugung, mit Hilfe dieses Denkens neue Effekte entdecken. Und das zeigt, dass ich jetzt anders als ihr beide nicht einfach nur sage, ja, das war so vor 200 Jahren ganz fruchtbar oder vielleicht auch nicht fruchtbar. Aber ich finde, man kann daraus jetzt noch was machen. Und es ist sozusagen zu früh weggeworfen worden. Das ist meine These. Nun hatte Frau Müller-Tamm ja darauf hingewiesen, dass jetzt mit dem Abfeiern tatsächlich des Polaritätsbegriffs auch ein relativ hohes Risiko verbunden ist, wenn man tatsächlich diese Herangehensweise und Methode also überstrapaziert und sich tatsächlich der Grenzen und Risiken und Nebenwirkungen nicht richtig, bewusst ist. Also so habe ich sie jetzt interpretiert. Sodass es ja tatsächlich nochmal herauszuarbeiten ist, wie in einer modernen Wissenschaftswelt tatsächlich die Übertragung von Polaritäten aussehen könnte und welches Potenzial jetzt, wenn man die Zeitenwende, die zurzeit gerade läuft, durch eine radikale Neuerdung auch von Materialien, die heute Objekte für wissenschaftliche Gestaltung sind, wenn ich jetzt also an all das denke, wo tatsächlich insbesondere auch über große Datenmengen neue Methodiken Anwendung finden, also wie man es auf so etwas tatsächlich überträgt, was auch zurzeit nicht voraussehbar ist, wie tatsächlich der Umgang mit Material und Objekten eigentlich gehen sollte. Also jetzt ein ganz weiter Bogen. Mir ging es jetzt eigentlich vor allen Dingen darum, Risiken und Nebenwirkungen dessen, was für Sie so zentral und bewundert ist oder von Ihnen bewundert ist. Ich weiß nicht, möchte jetzt jemand sich zu... Ja, vielleicht eine Sache, das sagen, was mir natürlich in unseren politisch korrekten Zeiten als erstes große Sorge bereitet hat, ist diese vom Pythagoras spätestens herkommende missliche Polarität von Mann und Frau, die da aufgemacht worden war.
Und jetzt habe ich die Jutta so ein bisschen so verstanden, dass sie gesagt hat, hier, Polarität, das kannst du nicht als Wunschkonzert haben. Du musst entweder das ganze Paket nehmen oder du lässt es. Ja? Und da würde ich jetzt gerne doch sagen, wir haben ja ein paar Differenzierungsmöglichkeiten. Und ich habe in meinem Buch großen Wert drauf gelegt, den ganzen metaphysischen und kalenderweisheitlichen und religiösen und politischen und moralischen Quatsch und Schindluder, der mit Polarität betrieben wurde, beiseite zu legen und zu sagen, mir geht es um die wissenschaftliche Anwendung dieses Konzepts und da gibt es eine Operationalisierungsidee. Und die lautet, man identifiziere in irgendeinem Versuchsaufbau, der einem wichtig ist, zwei entgegengesetzte Pole, egal ob es um hell-dunkel geht, warm-kalt, plus-minus, was auch immer. Und dann muss man die vertauschen. Und bei der Vertauschung der Pole müssen die entgegengesetzten Effekte entstehen. Das ist keine Operationalisierung, die man mit Mann und Frau so mir nichts, dir nichts hinkriegt. Es ist allerdings, also ich würde an einer Stelle vielleicht in der modernen Zeit, wo wir viel mit Polaritäten anderer Art auch leider zu tun haben, in die Luft werfen, dass eine Sache vielleicht auch in ästhetischen Experimenten ein Versuch wert wäre. Nämlich nehmen wir an, wir haben ein Theaterstück und da sind jetzt mal die Männer- und Frauenrollen traditionell verteilt und wir besetzen die mal entgegengesetzt und gucken dann, ob der ästhetische Effekt das Gegenteil ist. Das wäre eine Versuchsanordnung, die passt. Genauso können wir, was ja auch Leute gemacht haben, in den Gemälden unserer christlichen Tradition mal schwarz und weiß vertauschen. Dann haben wir halt People of Color, und dann haben wir die paar Könige, die da ankommen, oder eine König, der da ankommt, ist dann mal der eine Weiße oder so. Ja? Also so kann man schon diese Methode ein bisschen weiter treiben, aber wenn wir das so machen, kommen wir ja nicht bei politisch inkorrektem Blödsinn raus, sondern das sind dann interessante ästhetische Versuchsanordnungen, die ein bisschen dem entsprechen, was ich jetzt in der Wissenschaft machen möchte. Mir ist es aber wichtig, dass das nicht so ein Gefasele wird, so ja, Mann und Frau sind Gegensatz, die Frau ist das Dunkle und das Böse, so steht es ja bei Pythagoras, und der Mann ist das Helle und das Gute und so. Sowas hat ja keine wissenschaftliche Bedeutung. Und mir geht es darum, das sozusagen in konkreten Experimentalaufbauten durchzuführen. Ja, ich sage was dazu, weil ich tatsächlich, ich kann das also nachvollziehen. Für mich als tatsächlich historisch arbeitende Person sind das zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge, ob ich dieses Material darauf befrage, was ich damit heute machen kann, oder ob ich es historisch betrachte an seinem Ort. Und da muss ich sagen, würde ich eben wirklich sagen, ist das kein Wunschkonzert. Und da gibt es, obwohl es eben genau gar nicht, das ist nicht der Tenor des Buches, überhaupt nicht, und nicht der Ansatz und die Intention. Aber es gibt Momente, wo eben doch es auf so eine Bereinigung von Ritter rausläuft. Wenn also zum Beispiel Physik als Kunst oder über die Geschichte der Chemie oder die Fragmente dann quasi der Literatur zugeschlagen werden. Da wird genau eine Grenze aufgemacht, die erstens für Ritter nicht existierte, die für Goethe nicht existierte, die für uns, wenn wir darauf gucken, nicht existieren sollte. Und das heißt aber eben auch, dass wir sozusagen das ganze Paket der doch oft sehr dunklen, sehr kruden, sehr spekulativen, sehr abstrusen Ideen historisch mitnehmen müssen und nicht sauber trennen können. Ja, und dann kann man sich schon nochmal beim historischen Blick fragen, jetzt das ist wirklich, ist das Ultraviolett, das Ritter entdeckt, tatsächlich das Ultraviolett, von dem wir heute sprechen? So, das wäre dann die Frage, ist das nicht affiziert von einem Denken, das nicht nur diese Polarität meint, die zu dieser Entdeckung führt, sondern das ganze Paket von Polarität? So, ne? Herr Steine, wie würden Sie das als Physiker sehen? Erstmal als Historiker würde ich dem ganz genau zustimmen. Es ist sehr schwer in der historischen Situation, du hast ja selber gesagt, naja, das ganze Spekulative weg. Wie sollen wir das wirklich trennen in der historischen Situation? Da ist es eben nicht getrennt. Und dieses Operationalisierungsprinzip ist vielleicht ein modernes Verständnis, wie wir Polarität sauber durchziehen könnten, ohne den ganzen Mist drumherum der historischen Situation wird man damit wohl kaum mehr gerecht. Denn die Polarität von Mann und Frau ist natürlich auch in der Zeit völlig
also ich müsste jetzt, glaube ich, ganz falsch liegen, wenn die nicht typischerweise in den Polaritätsgedanken selbstverständlich mit einbezogen würde. Als Physiker, da hast du mich jetzt nur mit deinen letzten Überlegungen zum Nachdenken gebracht, könnte man in der modernen Physik solche Operationen durchführen. Aber das ist jetzt, das führt uns weit. Ich glaube, die moderne Physik würde den Begriff dann schon noch nehmen, aber erweitern und sagen, das sind so das, was man in der Physik als Symmetrieprinzipien ansieht. Und die sind nicht unbedingt dual, sondern da hat man oft auch eine mehrfach Vertauschungsrelation, wo man sieht, naja, da kann ich verschiedene Dinge vertauschen und manche muss ich dreimal tauschen, bis ich dann wirklich wieder in entgegengesetzten oder den gleichen Effekt habe. Das wäre dann vielleicht eine Erweiterung, aber da begebe ich mich jetzt selber in eine ziemlich spekulative Ebene. Ich habe mich viel mit Teilchenphysikern zu tun und die Symmetrie der Quarks ist eine Achtfachsymmetrie und nicht eine duale Symmetrie. Aber ich glaube, das wäre auch ein Feld, wo wir uns vielleicht nicht zu tief hineinbegeben sollten. Da fühle ich mich immer nicht furchtbar wohl. Solche Prinzipien zu sagen, das gab es schon viel früher, das haben wir heute auch. Da wird mir als historischer Hut dann doch zu, sitzt mir dann doch zu dicht. Ja, okay, vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, dass schon Ritter von einer Quadruplizität plötzlich spricht und das sind die übereinandergelagerten Symmetrien. Ich würde auch nicht sagen, dass es dasselbe ist, aber ich würde sagen, dass es ein verwandtes Denkmotiv ist, wie in der modernen Teilchenphysik mit Symmetrien hantiert wird und diese Vertauschungssymmetrie, die in der Polarität steckte. Und jetzt nochmal, Wunschkonzert ja oder nein? Also wenn es ums Geschichtliche geht, dann würde ich sagen, sind gerade Goethe und Ritter natürlich welche, die auf eine sehr, sehr raffinierte, vielfältige Weise mit dem Gegensatz von Mann und Frau umgehen. Beispielsweise hat Goethe diese rätselhafte Mignon-Figur Wilhelm Meister, die mal ein Knabe ist, dann als Scheinknabe bezeichnet wird, mal mit femininen Pronomina angesprochen wird, mal mit maskulinen und wo man am Ende nicht weiß, in einem dualen Schubladenbild, wo er oder sie hingehört. Und das ist eine sehr rätselhafte, aber auch eine sehr zukunftsweisende Art, die Vielfalt des menschlichen Daseins auf den Blick zu haben. Ritter hat an vielen Stellen davon spekuliert, dass es ein drittes Geschlecht geben müsste. Und das passt auch zu seinen anderen Überlegungen. Also die sind jetzt nicht gerade die Bösen in diesem Metier, würde ich sagen. Da haben wir viel Schlimmere, die mit der Polarität Übles getrieben haben. Und bei den beiden kann ich das eigentlich so nicht bestätigen. Natürlich gibt es einzelne Ausnahmen, wo man dann doch sagt, das würde man heute so nicht mehr stehen lassen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf die Frage zurückkomme, darf ich denn das Spekulative und das Dumme und so alles wegbürsten? Ich habe ja gesagt, ich bin großer Anhänger von diesen spekulativen Momenten Ritters in der Naturwissenschaft. Und ich habe gesehen, die haben diese Polarität nicht in dem Sinne operationalisiert formuliert, wie ich es jetzt tue. Ich habe das aus ihren Experimentalanordnungen implizit entnommen. Das ist eine Rekonstruktion von mir. Dass es das war, dieses Vertauschen der Pole und die Suche nach entgegengesetzten Effekten, was sie de facto gemacht haben. Und da habe ich wirklich zig Beispiele aus ihrer Experimentierpraxis, wo man das sehen kann, dass sie es so machen. Und dann dieser Gedanke, da wo wir es noch nicht hingekriegt haben, liegt es vielleicht nicht daran, dass die Polaritätsidee Quatsch ist, sondern daran, dass wir noch nicht verstanden haben, wie wir diese Idee in jenem Bereich anwenden müssen. Das ist also mit Kant eine regulative Idee, ein Suchprozess, anstoßen und wenn man es noch nicht schafft, muss man weitersuchen. Das ist sozusagen die Idee dabei. Das haben wir heute in unseren Experimenten, die wir in diesem Paradigma weitertreiben, auch so. Und jetzt scheint es mir, als ob ich diese ganzen Kalenderweisheiten, das Metaphysische drumherum, das kann ich natürlich in so eine Geschichte noch stärker einbauen, aber ich habe mir gesagt, damit kann ich nicht konstruktiv umgehen. Ich kann konstruktiv umgehen mit den Experimenten. Und ich kann konstruktiv umgehen damit, wo man an der Arbeit sieht, was dieser Polaritätsbegriff an Ressourcen für die Naturwissenschaft mit sich bringt. Und dann brauche ich nicht mehr, wie das Kaninchen auf die Schlange dieser bösen Formulierungen zu starren, die ja 200 Jahre lang
auch auf dem Zettel der Leute waren. Also bevor ich mit dieser Operationalisierung der Polaritätsidee kam, hat jeder gedacht, dass das nur so ein Wischiwaschi aus Kalenderweisheiten ist. Und das ist es halt nicht. Also wir können den Teil raus isolieren, der wissenschaftlich fruchtbar war. Und das mache ich als Optimist. Schön. Also insofern war das nochmal eine sehr, sehr schöne Einordnung jetzt auch, wie jetzt hier aus der Rekonstruktion auch die Begründung kommt, es so machen zu können, wie hier gemacht. Also das fand ich jetzt sehr überzeugend. Ein bisschen mit Blick auf die Zeit würde ich gerne für Sie jetzt noch mal öffnen. Was haben Sie für Fragen und Anregungen zu den Diskussionen, die Sie jetzt eben haben, verfolgen können? Also, dass man sich darüber streitet, wie man den Begriff der Polaritäten auch heute noch deuten könnte, ich glaube, darüber haben die beiden sich ja wahrscheinlich dann auch am Ende zerstritten. Und es wäre gut, wenn man vielleicht noch ein bisschen dazu hören könnte, warum Goethe und Ritter irgendwann nicht mehr fruchtbar miteinander arbeiten konnten, ob es auch an diesem verschiedenen Verständnis von Polarität gelegen haben könnte. Darf ich darauf? Ja. Also das ist ein ganz heikler Punkt, nämlich in der Literatur zu Ritter und Goethe steht immer, dass sich die Zusammenarbeit ein halbes Jahr nach der Entdeckung des Ultravioletten durch einen handfesten wissenschaftlichen Streit beendet wurde. Und dass das daran lag, dass Ritter es nicht vertragen konnte, wie Goethe die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit ignoriert hat. Das ist die herkömmliche Geschichte, die dazu erzählt wird, und die ist falsch. Es ist nicht der romantisch spintisierende Goethe, der den Ritter abschreckt, sondern es ist so, dass der Ritter paar Monate nach seiner großen Entdeckung eine weitere Entdeckung gemacht hat. Und diese Entdeckung schreibt er in Briefen als eine Entdeckung, dass jetzt endgültig Newton widerlegt ist und Goethe das Spiel gegen Newton gewonnen hätte. Goethe ist in der Zeit in Göttingen und Ritter wartet darauf, ihm endlich das zeigen zu können. Und als Goethe zurückkommt, scheint die Sonne und Ritter zeigt ihm das anscheinend und darüber müssen sie zum Streit gekommen sein. Worin der Streit genau besteht, darüber habe ich spekuliert, das ist nicht einfach aus den Dokumenten abzuleiten. Aber was sehr deutlich ist, ist, dass es nicht so war, dass ein bedächtiger, rationaler Naturwissenschaftler den Dichter in die Wüste geschickt hat, sondern der weiterging in seinen Spekulationen und der aus Goethes Sicht sozusagen unseriöser wurde, war Ritter. Also wir müssen die Geschichte genau umdrehen, im Gegensatz zu dem, wie sie sonst erzählt wird. Und jetzt ist die Frage so ein bisschen, haben Sie sich genau über den Polaritätsbegriff gestritten? Das kann ich nicht nachweisen und entscheiden, ob es so ist. Aber was man sieht, je länger man Ritter dann beobachtet, desto weiter ausgreifend sind seine polaristischen Spekulationen und Experimente. Und Goethe bleibt so ein bisschen mehr auf dem Boden der Tatsachen stehen. Er geht nicht so weit wie Ritter. Also der Spekulativere ist ganz eindeutig Ritter, der sich ja dann 2 Jahre vor seinem Tod auch mit polaristischen Experimenten zu Wünschelruten und Pendelei aus der wissenschaftlichen Debatte sozusagen rausgeschossen hat für eine kurze Zeit. Und da ist interessant zu sehen, wie Goethe darauf reagiert hat. Nämlich er hatte Sympathie für dieses Projekt, aber er hat nie in der Öffentlichkeit für diese Experimente Stellung genommen, sondern er lässt sie aufmarschieren in den Wahlverwandtschaften, dort mit Sympathie gezeigt, aber als Literat muss er sich ja nicht festlegen, dass das wirklich funktioniert, sodass man sieht, dass Goethe da sehr, sehr zurückhaltend reagiert und Ritter prescht vor. Ich glaube, das war Goethe ein bisschen unheimlich. Der Hauptgrund, warum sie am Ende nicht mehr kooperiert haben, ist aber, glaube ich, schon, dass Ritter dann einen Ruf nach München bekommen hat und nicht mehr da war. Und ich habe die ganzen Dokumente, die dann noch da sind, seit seinem Weggang 1804 oder so aus Jena durchgeguckt. Und ich sehe da gar keinen Streit. Es gab anscheinend eine Auseinandersetzung, aber es ist kein unwiederbringlicher Streit. Und der gute Ritter hat sich danach sehr positiv über Goethe geäußert und Goethe auch sehr, sehr positiv über Ritter. Also ich glaube, da kann man schon sagen, ein Bruch, wie er in der Literatur zu Ritter und Goethe diagnostiziert wird, den gibt es nicht. Es gibt allerdings Divergenzen, aber das ist, denke ich, normal. Und wenn man jetzt bedenkt, dass tatsächlich Ritter ja zu seiner Entdeckung nur gekommen ist, indem er viele Fakten und Interpretationen von Goethe geliefert bekommen hat und Goethe auch dafür bekannt ist, ja durchaus mit großem Selbstbewusstsein und sich seiner selbst sehr gewiss seiend, könnte der nicht auch sauer gewesen sein, dass jetzt tatsächlich die Hilfestellung, die er Ritter gegeben hat, um überhaupt zum Ergebnis zu kommen,
dass das also tatsächlich zu einem Zerwürfnis geführt hat, so wie man ja auch heute nicht einfach unterscheiden kann, auf wen geht eigentlich welches Ergebnis wie zurück? Oder würden Sie das jetzt nach Ihrem Quellenstudium für völlig unwahrscheinlich halten? Also ich kann darauf direkt antworten, dass ich keine Spur davon gefunden habe, dass Goethe an der Stelle irgendwie beleidigt gewesen wäre. Da gibt es kein einziges Dokument, das das zeigt. Und dieser Streit fand halt statt zu einem Zeitpunkt, wo Ritter Goethe noch mehr Unterstützung bringen wollte, als er es vorher gekriegt hatte. Also es ist eigentlich ein unplausibler Moment, dass sie sich gerade da streiten. Aber Jutta, du hast einen Punkt dazu. Ja, also, oder aber nur mit spekulierend, oder weil das tatsächlich nicht klar ist, wobei ich doch darauf hinweisen will, du zitierst eben tatsächlich alles, was beizubringen ist zu den beiden, und da ist eben auch dieser Kommentar zu dem Nachruf auf Ritter, wo Goethe dann wirklich sagt, er war von Hause aus nichts. Wie ist die Formulierung? Von Hause aus ich weiß jetzt auswendig, aber er taugte von Hause aus nichts. Er taugte von Hause aus nichts. Und das ist irgendwie menschlich und ökonomisch. Und dann, um dann zu sagen, aber er war doch irgendwie ein kluger Kopf und er hatte schon einiges geleistet. So, jetzt ist natürlich, Goethe konnte schon wirklich hart sein, muss man sagen. Ja? Und ihre Überlegungen, also tatsächlich gibt es einen in gewisser Weise Parallelfall mit Lorenz Oken, der 1808 eine Schrift, die 100% über Farben und Licht, 100% auf Goethes Mühlen war, also extrem spekulativ, viel weniger, also experimentiert, weit davon entfernt, aber mit einer unglaublichen Jutenpolemik, die wirklich die von Goethe übertrifft. Wirklich, das ist unglaublich. Und das war im unmittelbaren Umfeld von Goethe. Und er war in Jena angestellt, eigentlich auf Goethes Vermittlung und so weiter, Oken jetzt. Und da war es nämlich genau ein Prioritätsstreit, nämlich die Wirbeltheorie des Schädels. Beide haben da beansprucht, das entdeckt zu haben. Und Oken hat seine Antrittsvorlesung darüber gehalten. Und dann war die Milch eigentlich schon verschütt. Über die Farben haben sie sich so ein bisschen angenähert. Und dann war aber eigentlich, darüber ist das zerbrochen, und dann war bei Goethe aber wirklich Schluss. Da gab es nichts mehr. So. Und deswegen, so jemand wird auch nicht in der Farbenlehre erwähnt, natürlich nicht, Ritter auch nicht. Also ich bin mir nicht so sicher, ob von Goethes Seite aus, der natürlich der an einem ganz anderen Punkt war, der ungeheuer im Saft stand und berühmt war und geachtet und gesucht und hofiert und. Wenn dem jemand irgendwie missliebig wurde, dann war der weg vom Fenster. So, und ob das eben, das könnte schon auch Ritter irgendwie passiert sein. Das kann man, also man kann es jedenfalls nicht ausschließen. Ja. So, dass sich das von Ritters Seite aus anders dargestellt hat, würde ich auch sagen. Also, aber, und es stimmt natürlich, dass man keinen Aufschluss wirklich gewinnt aus den Materialien, aber so abseitig finde ich Ihre Überlegung jetzt nicht. Also, da, vielleicht zur Ergänzung kurz, also was Goethe beim Oken anscheinend fuchsteufelswild gemacht hat, ist, dass Oken mit seinen Farbeinsichten, die er von Goethe hatte, zum Herzog gegangen ist und früher da war als Goethes Farbenlehrer. Also das war, glaube ich, der Vertrauensbruch schlechthin, denn der Herzog war natürlich der Gönner, auf den es ihm ankam. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, das ist schon so natürlich der Goethe, den wir fürchten. Wir haben den Goethe, den wir lieben und bewundern, und dann haben wir den wir fürchten. Und wir wissen ja nicht, wie er auf uns reagiert hätte, vermutlich furchterregend. Das ist schon so. Das ist ja eine Person, über die wir so viel wissen, dass wir sehr viele Facetten aus ihm rausholen können. Und die hatte er natürlich, das ist gar keine Frage. Ich habe natürlich mit einem sehr, sehr aufmerksamen Blick die ganzen Dokumente daraufhin abgeklopft, ob es mit Ritter sowas gibt. Und da habe ich nichts gefunden. Er lässt, finde ich, das ist natürlich ein bisschen Spekulation, er lässt den Ritter 1808, also deutlich nach diesem Streit, der angeblich 1801 ein Bruch hätte sein können, noch im Faust auftreten. Und er bringt auch sonst Bezüge zum Ritter unter in seinen Texten. Also anders als bei Oken, wo nichts mehr gesagt wurde, ist es schon so, dass er noch auf dem Radar ist, und er lässt sich berichten über Ritters Fortschritte in München. Er notiert, was er von Ritter liest und so weiter. Also die Klappe fallen lassen hat er sicher nicht.
Und okay, das Rätsel, warum er ihn in der Farbenlehre nicht erwähnt, das konnte ich auch nicht beantworten. Ich vermute, dass er Angst hatte wegen des Image-Schadens an dem Ritter Krankte nach diesem Wünschelruten-Desaster, dass er sich da gesagt hat, wenn ich den jetzt in der Farbenlehre erwähne, dann fallen die alle über mich her. So wie sie dann ja über Goethe hergefallen sind, weil er Schelling erwähnt hat. Das hat ihm ja auch schon irre geschadet. Und vielleicht war er einfach zu vorsichtig, um Ritter da noch zu erwähnen. Aber das ist ein Rätsel, das bleibt. Das kann ich nicht lösen. Ja, aber tatsächlich in so vielfältige gesellschaftliche Funktionen auch eingebunden war, halte ich das für sehr plausibel, dass er schon irgendwie sehr genau im Blick hatte, was ihm schadet, was seiner Reputation zuträglich ist und was nicht. Denn das ist damals nicht anders gewesen als heute, dass letztendlich auch jemand wie er mit seiner ganzen Biografie und Lebensumgebung auf seinen Ruf in Anführungsstrichen aufs Sorgfältigste geachtet hat. Ja. Aber Sie hatten eine Frage. Ja, und zwar, Sie vertreten ja zwei Thesen. Die erste ist, Ritter waren Genie, und das zweite ist, die hatten eine gute regulative Idee. Und aus denen erklären Sie ja im Wesentlichen irgendwie den Erfolg, den Ritter irgendwie mit seinen Spekulationen hatte. Wenn Sie da eine Gewichtung machen würden, wie würden Sie sagen, 20% Genius und 80% Polarität ist eine gute Idee oder andersrum? Ja, das ist natürlich eine krasse Herausforderung jetzt. Das wird man natürlich nicht auseinanderpuzzeln können, aber ich glaube, das Genie besteht darin, wenn einem eine fruchtbare Idee in den Schoß fällt, sie zu packen und sie nicht loszulassen und weiterzumachen und auch über große Hindernisse hin weiterzumachen. Und diese Hartnäckigkeit hatten die beide. Und das Genie muss, so verboten der Begriff ist, muss halt in dem Moment, wo der Schatz kommt, zugreifen und dieses Bewusstsein haben. Und das hatten die beide. Und jetzt, wenn das eine total fruchtlose Idee gewesen wäre, wenn die also aus heutiger Sicht gar nichts taugen würde, wie es ja oft jetzt dargestellt wird, ja, dann hätten sie damit nichts erreichen können. Die Natur kam ihnen ein Stück weit entgegen, weil die Polaritätsidee ein großes Potenzial hat. Und ich würde halt sagen, ein so großes, dass wir es bis heute nicht ausgeschöpft haben. Also zurück auf Ihre Prozentfrage, 50-50. Ja, ich habe eine Frage zu deinem Punkt am Ende des Eingangsstatements, dass wir mehr spekulative Arbeit brauchen. Das bezieht sich ja nicht nur auf polare Ansätze, sondern allgemein. Und ich habe mich gefragt, passiert das nicht denn jetzt schon in der Grundlagenforschung, in der Physik und in anderen Fächern, dass Leute da was ausprobieren? Es ist halt nur viel schwieriger jetzt zu erklären und zu verstehen und zu sehen. Oder inwiefern brauchen wir da noch mehr von? Vielleicht kann dann der Friedrich als Physiker auch noch was zu dieser Sache sagen. Es geht so ein bisschen darum, dass wir jetzt dieses Bild von der Wissenschaftlerin und dem Wissenschaftler haben, dass sie ganz kühl, rational, kontrolliert vorgehen müssen. Sonst ist es halt unseriöse Wissenschaft. Ich glaube, das Bild zelebrieren die selber auch ganz gerne. Der Bereich, wo das am ehesten durchbrochen wird aus meiner Sicht, ist genau der Bereich, wo die gerade Grundlagenphysikerinnen bereit sind, sich dem Votum ihres Schönheitssinns anzuvertrauen. Das machen die ja sehr massiv, wird zum Teil auch kritisiert, aber das ist der Bereich, wo das am ehesten in so eine Richtung läuft, wie ich das jetzt im Beginn des 19. Jahrhunderts auch wahrnehme. Und dann diese überschießende Spekulation eines Ritter, also der hat das zum Beispiel so gemacht, der hat sich unter Schlafentzug und vermutlich unter allerlei Drogen hergesetzt und drauf losgeschrieben. Und hat gesagt, ich habe gar nicht mehr gemerkt, was ich geschrieben habe. Also dieses automatische Schreiben. Und dann sagt er, da kommen mir die besten Ideen. Ja? Und okay, jemand hat den Benzolring geträumt und man hat allerlei solche Beispiele, aber er hat es auf die Spitze getrieben damit. Und vielleicht könnte man den angehenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so eine Art Freibrief dafür geben, macht das auch mal. Es geht ja nicht darum, das nur zu machen, gar nicht. Ne? Aber lasst mal die Zügel schießen, seid mal in der Hinsicht ein bisschen weniger kühl, rational kontrolliert. Und ich habe so das Bild von der wissenschaftlichen Methode, wo diese verschiedenen Ressourcen, die wir als Menschen nun mal haben, harmonisch zusammenspielen sollten. Sowohl die Höhe der Vernunft, die Schärfe des rationalen Denkens, das Mathematische und so weiter, aber eben auch die Schönheit, das Spekulative, das Spielerische. Und die müssen sich gegenseitig in Schach halten sozusagen. Und bei jemandem, der da irgendwie Glück hat, kommen dann die tollsten Ergebnisse raus, wenn all diese Ressourcen als Möglichkeiten da sind. Und
Da würde ich denken, hast du sicher recht, Emanuel, dass wir in der Physik und auch in anderen Disziplinen sowas schon haben. Ich wäre halt dafür, das noch stärker zu akzentuieren, aber das ist natürlich gewagt, wenn ich das als Wissenschaftsphilosoph von außen sage, die Wissenschaftler können für sich selber sorgen, das ist völlig klar. Ich mache das nur so als Anregung, ich würde nie kommen und sagen, macht mal, sondern mehr so, ja, könnte doch auch was sein. So ein bisschen zurückhaltend sollte das schon kommen. Wenn das ist natürlich, wenn Sie das jetzt unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen präsentieren mit sehr, sehr unterschiedlichen Antworten. Sie sind ja Ingenieurin, nicht wahr? Ja, also das. Und egal, also wenn man jetzt die Bandbreite auch der Vielfalt der Wissenschaftsdisziplinen nebeneinander sich vorstellt, so ist jetzt der Anwendungsbereich der Physik einer, aber jetzt je nachdem, wie analytisch oder synthetisch jetzt also Wissenschaftsdisziplinen in der Schwarz-Weiß-Zurichtung ungefähr zu kategorisieren vielleicht sein könnten, so werden die Antworten komplett unterschiedlich. Also so das finde ich jetzt eine steile These. Also das und es ist auch tatsächlich die Frage, wie gegen die Kultur und tatsächlich die Vorgehensweise national und international solche Aufforderungen kontrastieren. Also wie, in welchen Randbereichen oder wie zentral oder spielerisch im Nebenher würde man so etwas machen oder tatsächlich versuchen, als neues Paradigma wirklich offensiv zu vertreten, Fragezeichen. Also das würde ich jetzt erstmal, also bin ich jetzt nicht so ganz mit einverstanden, aber Sie waren ja gerade noch mal um einen Kommentar gebeten. Ja, da, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, ich würde dir zustimmen, das Bild zum Beispiel, das, was wir in den Schulen von Wissenschaft vermitteln, ist oft genau das, das Kühlen, berechnenden Verstandes, der einfach aus Empirie seine Fakten kocht oder so. Das entspricht ja aber nicht dem Bild. Eigentlich auch nicht dessen, dem, was wir sehen um uns herum in den Wissenschaften an der Forschungslinie, an der Forschungsfront. Da läuft es ja wirklich sehr anders. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da Spekulation wirklich sehr viel weniger als jemals vertreten ist und wirksam ist und praktiziert wird. Ich meine, aus der Physik, das kennst du selber, Stringtheorie, Supersymmetrie etc., gewissermaßen ästhetisch motivierte Forschungsrichtungen, die lange betrieben wurden, heute noch betrieben werden, obwohl die empirische Grundlage vielleicht sogar schwächer wird. Man nehme einfach den Befund, dass manche Forschungsförderungseinrichtungen in der Zwischenzeit auch ermuntern zu riskanter Forschung. Und damit ist natürlich genau das gemeint eigentlich. Das kann man verschieden verstehen, aber oft ist genau das gemeint. Probier mal eine Idee einfach aus. Das ist ja doch, ich glaube, ja, also ich teile die Befürchtung nicht ganz, dass die Spekulation zu sehr aus dem Wissenschaftsbetrieb vertrieben wurde. De facto ist sie nach wie vor da und wird dann zum Teil sogar explizit gefordert. Zumindest ist bei vielen zusammen kombinierten Fakten dann doch auch häufig noch ein intuitives Element vorhanden, was dann zur Wegbereitung für tatsächlich sogenannte riskante Forschungsfragen führt. Also ob man jetzt an diese Conselec-Programme oder anderes denkt. So dass ja tatsächlich in gewisser Weise, Herr Müller, die manche Forschungsförderinstitutionen Ihr Buch bestimmt gelesen haben, wenn man jetzt an manche Experimente in den Freigeistprogrammen der VW-Stiftung oder auch die Conselec-Linie, die jetzt die DFG anbietet, denkt. Das sollte ich vielleicht dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, mir ist das schon klar, dass das in jeder Disziplin eigene Spielregeln für sowas gibt. Und diese Art des Denkens hat ganz anderen Platz in der Mathematik, etwa im Vergleich zur Chemie, nur mal um das zu nehmen. In der Mathematik habe ich es ja erlebt, da hatten wir wirklich die großen Professorenhelden in Mathe am Göttinger Mathe-Institut. Und da gab es diese Zauberer, Berühmtheiten. Und dann gab es eine andere Berühmtheit, Grauert, Epsilontiker. Der hat jedes Epsilon aufgeschrieben.
Und man schwang dann so mit, das war so mehr das, was ich als Fußvolk mitkriegen konnte. Und was ich interessant fand, war, dass es dort beides gab und beides respektiert war. Und vielleicht habe ich tatsächlich zu sehr dieses Schulbild jetzt am Wickel gehabt, dass vielleicht sollten wir den Kindern in der Schule erzählen, dass es nicht so nur so stur rational rechnend zugeht in der Naturwissenschaft. Jetzt ganz kurz, ich bin natürlich froh, dass es Forschungsförderungsprogramme gibt, wo dieses Risiko ein bisschen betont wird, und ich werde auch versuchen, da mal mitzuspielen, aber das ist natürlich eine ganz, ganz kleine Nische nur. Also der jetzige Förderungsrahmen ist fast immer so, dass das Riskante nicht betont wird. Und es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Und das ist aber gut, dass das VW-Stiftung und DFG sehen. Das finde ich toll. Ja, ich meine, da haben Sie wirklich total recht, sodass jetzt diesbezüglich auch Ihr Buch ein wirklich ganz großartiger Beitrag ist, um so etwas mit zu motivieren, wenn man denn dann tatsächlich hier durchgeleitet zu den Schlussfolgerungen kommt, die jetzt das Podium gerade gezogen hat. Also Sie, die Sie jetzt auch als Experten hier sitzen. Wir sind tatsächlich mit all denen, was Sie noch zusätzlich erläutert haben, Herr Müller, glaube ich, sehr viel schlauer als am Anfang dieser Lehrveranstaltung. Ich würde mich ganz herzlich bedanken für alle, die bis jetzt ausgehalten und durchgehalten haben. Und wir würden tatsächlich ganz pünktlich enden und einen jeweils wunderbaren Abend wünschen. Dankeschön. Vielleicht darf ich auch noch ein paar Dankesworte sagen. Erstmal natürlich Dank ans Podium und insbesondere an die Präsidentin. Dank aber auch an Jörg Schulze von dem Kamerateam, der bei den anderen Buchpremieren auch dabei war und immer wunderbar die Technik gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass wir hier nicht ins Nichts sprechen, was ja heute die größte Gefahr war. Ich wünsche allen gesund durch die Adventszeit zu kommen. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann richtig mit dem Glas Sekt wieder. Und unser Kolloquium trifft sich nächste Woche planmäßig um 19:15 Uhr in einem hässlicheren Raum. Schönen Abend noch und kommt's gut nach Hause.